hat da bitte schön den dicken Mercedes auf meinem kleinen Twingo geparkt? Weil Let's Play Final Fantasy 4! Seit dem letzten Mal werdet ihr vielleicht wundern, warum ich wieder hierhin zurückgereist bin. Wir hatten ja die Nachricht gekriegt, oh, da sind noch irgendwie jetzt austauschbare Charaktere für uns da. Und es ist neu, neu, neu! Der Kompass macht jetzt einen Ton, wenn ein Schlüssel im Raum ist. Nein, Moment, falsches Spiel! Neu ist, dass wir hier wohl oder übel unsere Charaktere tauschen können, was in der normalen SNES-Fassung nicht der Fall war. Bitte kommt zurück in einem Stück, okay? Das Schicksal des Landes und jedes Lebewesens ruht in euren Händen, harr, harr. Ja, mir ist tatsächlich nicht eingefallen oder nicht mehr gewahr geworden, dass Edward ja im Land der Frauen umgekippt ist. Was ich, ja, beneidenswert finde. Und dass es tatsächlich Frauen sein müssen auf seinem Schiff. Also war die Mythe basiert, war, meine ich. Jo, wir können jetzt einen dieser Charaktere ansprechen und die Party austauschen. Wir tun, was wir können. Das klingt nach irgendeiner Hotline. Aber dazu weniger. Okay. Ja, wir können sozusagen jetzt unsere Charaktere austauschen, was ich jetzt auch mal tun wollen, machen, täten würde. Ich muss gerade mal überlegen, wie das war. So, zuerst der hier. Ja, muss. Ich sag mal, das ist das größte Übel zuerst. Ich glaube, dann war doch der gute Shit. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt, oder? Und, Moment, waren die das, oder? Nee, ach Quatsch, nein, der kam später. So, diese Umstellung hier nehme ich jetzt einmal für meine Truppe. Hat einen besonderen Grund für später. Ältester, Ältester! Ey, ich bin noch nicht so alt, ja? Ach so, du meinst den anderen. Bitte beruhige dich und erzähle mir, was vor sich geht. Der Berg der Buße! Was ist mit dem Berg der Buße? Der ganze Berg ist bedeckt von einer finsteren Wolke. Das nennt man schlechtes Wetter. Noch nie gehabt bei den Bergen. Eine finstere Wolke. Könnte es sein? Verstehe. Danke für die Nachricht. Ich muss mich verpinkeln, Genshi. Cecil, könnte ich kurz das Wort an dich richten? Aber klar, Chef. Hier in Mysidia gibt es eine alte Mythe. Schon wieder. Die Menschen glauben an einen neuen Weg, der erscheinen wird auf dem Berg der Buße für diejenigen, die ihr Schicksal erledigt haben. Moment mal, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Wie können wir denn unser Schicksal erledigt haben? Obwohl andererseits stimmt es schon. Aber dazu später mehr. Ändert sich dort auf dem Berg irgendwas? Wagt ihr es, nachzusehen, was passiert ist? Ja, Sir! Okay, kann ich was tun? So, ich habe jetzt schon mal meine Party Nummer 1 zusammengestellt. Die ganze Party ist austauschbar, abgesehen von Cecil. Ja, genauso wie bei Cloud oder bei fast allen anderen Hauptcharakteren aus den mir bekannten Final Fantasy Spielen. Also nicht aus allen. Beispielsweise in Teil 12 konnte man das und in Teil 13 sowieso, oder muss die ganze Party andauernd ausgetauscht werden. So. Ich habe im Vorfeld, weil diese Charaktere hier, wo ich den Equipment, nackt sind, so wie Gott, also ich sie gelassen habe. Ich habe sie ja gekleidet, nachdem, bevor sie weggegangen sind, zumindest weitestgehend, sofern das Inventar es zuließ. Ich habe tatsächlich nicht die ganze Welt bereist, aber viel der Welt bereist. Ich war sogar wieder zurück in den Feymarschen im Laden, um zu gucken, ob die dort irgendwas tragen können. Und nein! Können sie nicht! Zumindest, nicht viel. Ja, so einen Bogen nehmen die mal gerne in der Hand. Aber das war's auch. Also, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich beispielsweise von Young die guten Klauen nicht verkauft. Schön! Na gut, ist jetzt nicht so wild. Ansonsten werde ich ganz kurz auf einen anderen Speicherstand wechseln, wo ich sozusagen schon mal den Müll, den ich noch im Inventar beim Göttervogel hatte, wieder rausgeholt habe und sehe euch dann gleich wieder. Everything is prepared, nicht um... Okay! Ich glaube es nicht. Ja, Edward mit den Scherenpfeilen ist nicht stark genug, um den Vogel vom Himmel zu holen. Ein Gegner, den wir am Anfang des Spiels in Episode, keine Ahnung, 10 das erste Mal begegnet sind. Danke, Edward. So, aber das schneide ich nicht raus, weil es schnell genug ging. Es ist dunkel im Reich der Buße. All die Sünder müssen dort hinunterspringen. Diese Kamerafahrt ginge nicht zufällig noch langsamer spielen?
Yay! Hier macht zumindest Sinn, dass Blitze einschlagen. Scheiß Wetter und so. Ja. Oh, die Wolke ist weg. Das ging aber schnell. Da freut sich der Wetterdienst. Mal wieder. War bestimmt mal wieder Bahamut am Werk, die diese Wolke eingesaugt hat. Die Höhle der... Herausforderung. Ach Gott, wie heißt es? Der offenen Tür. Hä? Kommt herein, wenn ihr euch selbst testen wollt. Oh, ein Vorstellungsgespräch beim neuen Arbeitgeber? Okay, das ist... Moment, kleinen Moment. So. Musste mir ein paar Notizen machen, um herauszukriegen, wo hier quasi fast alles ist. Und... Oh Gott, es geht schon wieder los. Es gibt wieder massig Ambushes und rückwärtige Angriffe und Angriffe zu meiner gänzlichen unvorteilhaften Position. Und ansonsten... Gehen wir mal in anderen Runden. Ich schneide das Ding einfach raus. Okay, was ich sagen wollte. Die Standardgegner in diesem... Moment, hier war der auffällige Doppelstein. Sind weitestgehend bekannte Gegner aus alten Dungeons, die wir schon betreten haben. Und zwar zu viele. Und dieser Dungeon hier dient explizit dem Aufrüsten der Zusatzcharaktere, die wir jetzt zur Verfügung haben und durch ihre lange Abwesenheit weitestgehend schon längerfristig... Moment, ich sollte mich bewegen. Unterausgerüstet sind. Das heißt, damit wir einen tatsächlichen Nutzen von ihrer momentan noch nicht so wirklich vorhandenen Kampfkraft und Abwehrkraft haben, dient dieser Dungeon dazu, sie neu auszurüsten mit fast allen Slots, die... Moment. Nein, da noch nicht. Die sozusagen vom Spiel zur Verfügung gestellt werden, mit Ausnahme des Waffen- und Accessoire-Slots. Mein Gott, ich brauche gerade so viel Konzentration, damit ich mich dran erinnern kann, was ich vorher eigentlich gesagt habe. Hypno-Crown. So, die rote Jacke müsste eigentlich für den guten alten Barden Edwards sein, der mich aber gerade mal so schön lecky Schmitzkatzi kann. Tada! Und spätestens ab dieser Etage, also die Gegner werden immer stärker, aber es sind mit der Ausnahme... Verdammt, bin ich richtig? Ja! Mit der Ausnahme von mir zwei bekannten Gegnertypen... Wie gesagt, alles Alte. Halleluja! Mittlerweile kann ich jeden Kritiker von random-based Angriffen von Gegnern, ich meine random Encountern hier auf der Karte, sowas von total gut verstehen. Langsam wächst die Wut in... Ach ja, hier oben rum war's. Gut. Im Grunde kann man sagen... Aha, White Tiger Mask! Im Grunde kann man hier attestieren, soweit die Schatztruhe in einem nicht allzu offensichtlich zugänglichen Bereich liegt, ist dort ein guter Ausrüstungsgegenstand drin versteckt. Ja, ich wusste doch, da wollte mich dieses schweinische Spiel wieder unterbrechen. Boah! Oh, hier muss ich rein. Haha, und wir kriegen eine rote Kapuze. Laut Grafik hat Edward die zwar schon, aber passt da mindestens zu seinem schönen roten Jäckchen. Yay, kann ich hier durch? Nein, natürlich nicht. Ich muss den ganzen Weg drumherum laufen, damit noch mehr Zufallskämpfe erscheinen. So langsam sollte ich für diesen Dungeon hier nachsinnieren, ob ich nicht vielleicht eine Assistenz einstelle, die für mich die ganze Zeit hier den Aufnahmeknopf drückt und wieder loslässt. Wie gesagt, ab spätestens hier sollte ich irgendeinen Roboter kommentieren lassen. Ansonsten klingt das nur noch verdammt abgehackt. So, die letzte Abbiegung. Bitte Spiel, lass mich in Ruhe mit Zufallskämpfen. Lass mich, ja genau, der... Ich leg das neu erlangte Zeug erst dann an, wenn es Sinn macht. Also wenn wir am
Ende sind. Oh, ich bin jetzt fast schon mit den Nerven am Ende. Nein, er ist hier unten lang. Ah, ich muss immer zwischendurch mal auf meine Notizen gucken. Dabei helfen mir natürlich die vielen Zufallskämpfe, aber es könnten trotzdem gerne weniger sein. So, ab hier treten dann auch noch zusätzlich wieder Marlboros oder Morbole auf, die... Okay, doch, keine Unterbrechung. Ja, hier könnte man dieses Rubinzeug wieder anlegen, damit man sozusagen ihr Gebaren, einen fies anzuatmen, wieder kontern kann. Aber ich bin gerade dazu faul für und mittlerweile geht's auch so ganz gut. Ein bisschen anders sieht das bei einem neuen alten Gegnertyp aus. Ich nehme übrigens jetzt auch alle Ausrüstungsgegenstände hier mit, wie ihr seht. Also, es gibt Sachen, die... Also, jede... Verdammt. Was ich sagen wollte, jedes Item wird gut von Gegnern bewacht. Nein, nein. Jedes Item oder jeder Ausrüstungsgegenstand wird hier nur von einem einzigen bestimmten Charakter ausgerüstet werden können, der jetzt natürlich nicht unbedingt bei mir in der Party ist, aber... Um mir das Spiel ein bisschen zu vereinfachen. Naja, was heißt hier vereinfachen? Aber um es ein wenig kürzer für mich zu machen, nehme ich das schon mal alles mit, damit ich, ja, das später nicht noch erledigen muss. Halleluja, würde ich alle Kämpfe drin lassen? Wäre ich Weihnachten noch nicht hier durch. Also ich meine durch die vielen Folgen, die dadurch entstehen würden. Weiß ja nicht genau, wie ihr das seht. Okay, wenn ich hiermit durch bin, mache ich 3 Jesuskreuzzeichen. Ah, ich nagel irgendwas an eine Wand. Nee, ernsthaft, ich war lange Zeit Befürworter von Zufallskämpfen. Mittlerweile sehe ich es anders. Zumindest sehe ich es ein, dass man es besser machen kann. Gottlob haben sie irgendwann mal dran gedacht, oh ja, wir bauen mal was. Ein, um sowas verhindern oder umgehen zu können. Okay, jetzt sind wir fast am Ziel. Oh, da. So, vorletzter. Nein! So, ich hab das... Wow, Megalixier! Ich glaube, ursprünglich gab es sowas gar nicht in dem Spiel hier. Ich bin immer noch nicht auf einen der 2 neuen mir bekannten hier vorzufindenden Gegnertypen gestoßen. Deswegen schneide ich weiter brav raus. Mal sehen. Na, ist egal. Das eine ist ein dickerer Morbol, das andere sind 2... Thunder Dragons sehen aus wie die Silver Dragon. Geschafft. Ab hier gibt es hoffentlich keine Zufallskämpfe mehr. So, ich werde hier kurz ein Zelt benutzen und speichern und euch dann wiedersehen. The Cave of Instant Encounters awaits us. Okay, wie funktioniert das hier? Wir haben hier 5 Inseln mit jeweils einem Gegenstand drauf. Jeder Gegenstand ist die Trial-Prüfung, jetzt komme ich drauf, ist die Prüfung für einen bestimmten Charakter. Und wir können nur die Prüfungen mitnehmen, dessen Charakter wir in der Truppe haben. So, wir haben allerdings 5 Charaktere, also die 5 neuen Charaktere, die jetzt zur Verfügung stehen. Die Truppe oder die Party kann allerdings nur aus 4 Slots ausgetauscht werden, weil Cecil nicht raus will. Macht ja irgendwo auch Sinn. Deswegen muss ich hier so oder so 2-mal rein. So, und damit das Video nicht noch länger wird, lege ich direkt mal los. Um mich mir zu begegnen, musst du zuerst deine Stärke und deine Ausdauer in dieser Prüfung testen. Mit Sternen! Vor Boss-Time! Gegen ein furchtbar langweiliges Vieh. Du machst gar nichts. Du machst Focus! Du greifst an. Du... Habe ich Flair? Ich habe ja Flair. Nein, ich habe noch keinen Flair. Verdammt, warum habe ich noch keinen Flair? Dann machst du Quake. Und, ich mach einfach Berserker Rage auf Cecil. Moment, oder halt den das? Ich hoffe nicht. Ich habe jetzt hier nicht so furchtbar viel getestet. Dieser Boss ist langweilig wie Hölle. Warum ist der langweilig wie Hölle? Im Grunde deswegen, weil er ist wie ein Behemoth. Nur in langweiliger. Er hat zwar ordentlich viele Lebenspunkte mehr als ein Behemoth, aber er countert fast nur. Moment, jetzt soll ich vielleicht mal... Ach, wisst ihr was? Weil die gute Rüdia zu viele Lebenspunkte verbrauchen würde, mit Mammut und die Animation zu lange dauert, heile ich mich einfach mal mit dem Summon hier, um den auch mal zu zeigen. Wobei ich mittlerweile herausgefunden habe, dass je nachdem, welches Gesicht, glaube ich, kommt, kann sie heilen oder was macht das jetzt? Wiederbeleben, was mir jetzt gar nichts bringt. Okay, Ashura ist ein ziemlich unzuverlässiger Dingsspruch. Aber ich kann hiermit endlich Holy benutzen. Und Salve funktioniert mit Edward leider Gottes nicht, wenn ich keine normalen Zelte im Inventar... Nee, Potions im Inventar habe. Was soll das? Hatte mir nicht irgendjemand erzählt,
Edward würde dann eine High Potion stattdessen verwenden? Naja, mir egal. Ich könnte jetzt hier die Taktik fahren, wie auch bei Behemoth, dass ich erstmal alle schön mit Blink versehe und das Ganze nachcaste. Versuch's einfach. Aber nochmal. Man hat ja nichts zu verlieren. Es gibt nichts zu verlieren. Oh, oh, oh. Obwohl die Animation jetzt auch nicht gerade unbedingt kurz ist. Eine dreiköpfige Frau. Ich erinnere mich an diese komischen... Ach, schon wieder Wiederbelebung hier. Dieser schwarzköpfige... Son Goku Super Saiyajin Verschnitt. Wir haben heute aber auch kein Glück. Na egal, dann wird es ein Glückskampf. Der Gegner hier hat, glaube ich, 50.000? Ich weiß es jetzt nicht. Ich gehe voll Risiko ein. Ach komm, ich könnte ihn... ich könnte ihn eigentlich sich verstecken lassen. Aber er ist ein guter Abfänger für Schläge, die ihn nie treffen. Leider. So, mach ihn kalt. Dann lass es... Hey, Edward ist ein guter Abfänger für Schläge, weil er auch noch stehen bleibt. Oder so. Irgendwann muss ich jetzt mal Nutzen hier rausziehen. Ansonsten nimmst du einfach mal die Phönixfeder. Soll ich vielleicht noch mal ein paar neue von kaufen? Wer weiß, wann sie noch mal gut kommen werden. Wir haben ja... Gut, wir haben jetzt die Möglichkeit, zwei Weißmagier mit in die Truppe zu nehmen. Okay, das andere ist also das hier. Toll, das kommt, wenn ich quasi keinen Nutzen mehr draus habe, weil meine Party schon ziemlich angehauen ist. Egal, machen wir weiter. Ach, ich wünschte, die gute Rüdiger hätte Flair. Aber vielleicht bekomme ich das ja durch die Experience in diesen Bosskämpfen hier. Wie gesagt, das könnte man hier besser machen, als ich es hier demonstriere, aber er ist langweilig, der Boss. Und wir bekommen Apollos Harfe. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwas bringt, wenn man sie im Kampf einsetzt. Ah ja, für jeden gibt es hier seine neue ultimative Waffe. Also für die 5 optionalen Charaktere, die wir hier nehmen können. So, ich werde ganz kurz den Schwulentreff benutzen und euch dann wiedersehen. Doch werden wir die anderen Bosse ebenso schön niederschnetzeln können, erfahren wir es in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy 4. Bis dann, ciao.